Es ist immer noch ein Clown und nicht der von Scream, du Volldepp. Du musst mir immer alles versauen, du blöder Hund, du. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Nightfall. Und ich denke, dass wir hier nun in dieser Folge das Spiel frohlockend beenden werden und dem Clown mal so richtig das Handwerk legen. Oder der Clown legt uns das Handwerk. Jo, Freunde, dann gucken wir einfach mal, was hier abgeht, was wir noch zu finden haben. Und dann denke ich, werden wir hinter das Geheimnis von The Nightfall kommen. Zumindest hoffe ich das in irgendeiner Form. Also, letzter Stand der Dinge. Die Fenster sind vernagelt, die Tür nicht. Ich komme aber trotzdem nicht raus. Und ja, mehr gibt es eigentlich an der Stelle nicht zu sagen. In dem Raum ist noch immer nichts passiert. Und mein Ohr juckt ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass das hier mit diesen Räumlichkeiten zu tun hat, sondern eher mit meinen ungewaschenen Ohren, oder? Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Denn oben spielen bekanntlich immer die schrägsten Dinge Klavier. Oder wie man das auch immer wieder sagt. Ich gucke auf jeden Fall mal hier zu Fred. Denn Fred, müsst ihr wissen, ist auf jeden Fall hier richtig hart am Stissel. Die Puppe, die alle so lieben, zumindest liest man das aus den Kommentaren immer raus. Ich habe auch gerade keine Streichhölzer mehr, das beunruhigt mich ein wenig. Oder keine Kerzen. Ich habe keine Kerze mehr. Eher so. Ah, okay, die Kerze brennt, habe ich die... Ich habe die Kerze nicht angemacht. I don't have angemacht that Kerze. But I don't like this. Beethoven, mit dir ist nicht viel los. Ich hätte zumindest erwartet... Ich habe schon fünf. Ach Mensch, dass du dich ein bisschen mehr bewegst. Aber scheinbar hast du keine Lust, dich zu bewegen. Kann ich irgendwo verstehen. Andererseits ist Sport nicht wirklich schlecht. So, Klo. Das war beim letzten Mal schon. Das. Na, wenigstens hat er sich ordentlich verschluckt, der blöde Hund. Ich sollte mal vielleicht zum anderen Klo nach unten gucken. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Ja, ich habe den Eindruck, ich habe schon wieder etwas verpasst. Ich bin irgendwie prädestiniert in dem Spiel, alle Jumpscares oder die, die es sein möchten, irgendwie zu verpassen. Tja, ich mache das nicht mit Absicht, Freunde. Ich versuche ja wirklich, dass mir hier, ja, alles vergeht, aber irgendwie vergeht mir nur, dass ich diese blöden Jumpscares nicht erwische. Finde ich nicht gut an der Stelle. Geh einfach mal runter und guck mal in das geheiligte Scheißhaus rein. Vielleicht ist ja im geheiligten Scheißhaus irgendwas Lustiges drin. Vielleicht kann ich hier einfach aufmachen. Oh, warte mal. Nö. Also scheinbar ist das nicht sein Lieblingsklo. Verstehe ich auch, das Klo oben. Oh, oh, Fliegen. Oh mein Gott, Fliegen und die Puppe. Weißt du, du sollst ja auch nicht in die Badewanne kacken. Was ist denn los eigentlich? Ich verstehe nicht, warum die Leute immer in die Badewanne kacken müssen. Du musst mir nicht. Aha. Jetzt bist du eines meiner Kinder. Und deswegen lässt du Fliegen auf mich los. Das ist sehr interessant. Macht es zu, macht es zu. Ich hasse Fliegen. Ich hasse Fliegen. Mach die Tür zu. Mann, ey, das Glas trennt uns von der Außenwelt. Warum können wir es nicht einfach einschlagen? Warum können wir es nicht einfach einschlagen? Und wo bist du, wenn man dich braucht? Wo bist du, wenn man dich wirklich braucht? Hä? Mein Gott. Da bist du hier am Chillen, hast keine Nahrung, verhungerst halb und im Bad fliegen 1500 Fliegen rum. Aha, gut, schauen wir mal in die Küche. Oh, hier sind ja auch Fliegen. Fantastisch, wirklich super. Machen wir mal einen Kühlschrank auf. Oh, mein Herz pumpt. Was das wohl bedeuten mag. Überall sind Fliegen. Wo haben wir denn die verweste Leiche? Oh, es wird richtig schön hier. Ist richtig gemütlich. Gefällt mir auf jeden Fall. Oben sind hoffentlich keine Fliegen. Ist hier jetzt was? Na, selbstverständlich sind hier keine Fliegen drin. Wieso auch? Warum auch? Ich meine, warum sollten hier Fliegen sein? In dem Raum, in dem nichts passiert. Fred, hast du Hunger? Unten sind ein paar Fliegen, Fred. Ach komm, langsam wird es ein bisschen lächerlich. Run. Ja, okay, ich laufe. Ich laufe im Zimmer hin und her. Ich laufe. Die haben sie auch ins Hirn geschissen, oder? Wo soll ich hingehen? Ich habe keine Ahnung. I don't know what to do, my friend. Es ist halt extrem schwierig, hier irgendwie... Ja, was ist denn? Ich glaube, ich muss wieder runter. Ah. Aha. Die Fliegen der Fliegen.
Ich bin der Herr der Fliegen, liebe Leute. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen soll, aber die Fliegen sind immer bei mir, weil ich nämlich stinke wie ein verdammter Iltis. Sind hier Fliegen? Halt deinen Mund! Ich weiß nur, dass es hier ziemlich abgeht. Die Puppen bewegen sich, die Fliegen gammeln hier rum. Es ist ziemlich lustig. Also, es wird immer besser hier. Wirklich, das gefällt mir extrem. Vor allem, ich will auch gar nicht wissen, was hier für ein Muff hier drin ist. Da ist ja auch kein Zettel. Die habe ich alle schon. Der Kühlschrank ist auch offen. Das macht es auf jeden Fall besser. So, hier habe ich... Das habe ich doch schon gelesen. Was muss ich denn hier machen, Mann? Ach komm schon, dein Ernst? Geräusche. Irgendetwas ist in diesem Haus. Ach nö. Es hört nicht auf. Ach nee. Es hört einfach nicht auf. Ach nee. Es hat auch Molly getötet. Von wegen Infektion. Der Tierarzt lügt. Ich weiß es. Wie dumm muss man sein, um das nicht zu kapieren? Der Spielstand wurde gespeichert. Ich mag jetzt keine Cola. Ich mag kein Bier. Noch 1,5 Stunden bis Tagesanbruch. Meine Fresse, ey. Haben wir es dann geschafft? Haben wir es dann geschafft? Und immer noch ist es so dunkel. Mann, aber Hauptsache die Fliegen sind weg. Das ist doch schon mal positiv. Ich hasse Fliegen. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Fliegen stehen nicht für gute Dinge. Schätzelein. Du verfolgst mich jetzt, gell? Du bist ja lustig mit deinen Hühnerbrüstchen. Hau ab. Lass mich bloß in Ruhe. Weiß auch gar nicht, warum der Clown das überhaupt macht. Ich meine, was ist sein Ziel? Die Puppe die ganze Zeit hier rumzuschieben. That makes no sense, my friend. Alter Fred, bleib in deinem Käfig, ja? Bleib in deinem fucking Käfig. Hallo, mein Name ist Detox. Ich würde gerne das Rätsel um dieses Spiel lösen. Wobei, eigentlich welches Rätsel? Wir wissen doch bereits. Ah, okay, dann eben nicht. Wir wissen doch bereits, dass der Clown uns hier heimgesucht hat. Ich würde ihn halt nur mal gerne sehen, den blöden Hund. Aber scheinbar darf ich das nicht. Was ist das für eine Alien-Musik hier? Ich habe eine Kerze gefunden. Oh, ich habe Batterien gefunden. Hallo. Darf ich hier was erleben? Oh ja, Batterien. Dankeschön. Batterien sind gut. Batterien sind die Quintessenz. Batterien bringen mich zum Lachen. Batterien erschüttern meine Freude an der Freude. Denn die Oder an der Freude ist die Freude an der Donau. Mach das Klo auf! Ich hab halt gemeint, dass da vielleicht einmal ein Schocker aus der Toilette kommt, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Püppi! Das ist nämlich Püppi, das hat Schauerland erfunden. Abonniert Schauerland! So, okay, was muss ich machen hier? Kann ich mir eigentlich nicht mal diesen Astronautenhut anziehen? Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Spiel, gib mir irgendetwas. Du bist ein richtig lustiger Typ. Du gehst mir nämlich extrem auf den Keks. Ja, ja, die Notiz hast du auch schon 1000-mal gelesen. Was? Was? Wo bist du denn? Hello? Bist du hier in dem Raum, in dem nie was passiert? Nein. Hallo? Ich habe ja solche Angst. Darf ich vielleicht einmal an deinem Arsch fummeln, hä? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Ja, Freunde, also wenn das ein Jumpscare sein soll, dann weiß ich's auch nicht. Das hat dir auch gefallen. Halt dein Maul. Na gut, ich bin ja entzückt. Ich bin ja wirklich entzückt. Wir haben noch 3 Batterien. Es ist eine Lust. Es ist eine wahrliche Lust. Es ist eine wahrliche Lust. Wo ist ein Zettel? Ist hier irgendwo ein Zettel? Moment mal, der kam hier rausgeflitzt. Ja, Spini! Unter besonderen Umständen ist es möglich, dass der Hass und Wille eines besonders bösartigen Menschen dazu führt,
dass sein Geist diese Welt nicht verlassen kann. Aha. Stattdessen sucht er jene Menschen heim, die er für seinen Tod verantwortlich macht. Ist es etwa dieses Arschloch? Sucht er uns in diesem Haus heim, weil er überführt werden könnte? Konnte! Im Gegenstände fahren und das Poltergeist Unheil anrichten. Möglich ist auch die Beherrschung von Menschen, als auch die spirituelle Geiselnahme anderer Geister. Andere Geister. Etwa meine Kinder. Sind sie noch hier? Lässt er sie nicht los, weil sie ihn indirekt ins Gefängnis gebracht haben? Gute Frage! Arme Seelen. Unter Gefangenschaft können befreit werden, indem ein besonders wichtiger Gegenstand aus Lebzeiten verbrannt wird. Oh, okay. Es löst den letzten Faden zu dieser Welt und somit auch die Verbindung zum Poltergeist. Okay, also wir müssen jetzt irgendwas von dem Lumpi hier verbrennen. Super. Eine Stunde bis Tagesanbruch, Freunde. Das bedeutet, wir werden sterben. Nun gut, ich habe auch nur noch 2 Batterien. Das ist ungut. That is very ungut. Ich brauche Batterien. Ich muss mich jetzt... Die Lieblingsspielzeuge der beiden Kinder finden und verbrennen. Die Lieblingsspielzeuge. Okay. Die da wären. Welche Lieblingsspielzeuge? Erstmal brauche ich Batterien, die Dame, weil sonst geht hier nämlich überhaupt nichts. Ohne Batterien nichts los. Also die beiden Lieblingsspielzeuge, Freunde. Merken wir uns das für die Zukunft? Nachdem ich meine Batterien gefunden habe, hier werden nämlich die Spielzeuge zu 100% nicht rumgammeln. Hallo, wo sind die Batterien, wenn man sie braucht? Gibt es hier keine Batterien mehr, oder was? Streichhölzer gibt's, toll. Super. Super, wirklich super. Da ist aber keine Batterie. Vielleicht eine gute Cola noch hier reingezogen. Ich habe gerade keinen Durst. Ja, das warum auch? Warum solltest du auch überhaupt Durst haben, ne? Du hast ja vor ein paar Stunden erst eine Pizza verdrückt. Ich wäre schon wieder hungrig. Hier haben wir ja, also wir haben ja wirklich, also ich muss schon sagen, also Streichhölzer gehen uns nicht aus. Also wirklich nicht. Aber Batterien, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Auch schon wieder. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ja, mehr kannst du auch nicht nehmen, gell? Mehr kannst du einfach auch nicht nehmen. Ist in Ordnung. Ich verstehe das. Irgendwo verstehe ich es ja. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Da liegen auch noch. Geh mal auf. Suchen wir mal oben nach Batterien. Vielleicht ist das Glück uns da oben ein bisschen holder. Okay, die beiden Lieblingsspielzeuge wären welche? Welche wären das? Welche sind das? Ist das... Also, ich würde ja mal vermuten, das ist der PC, aber... Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen. Ja, und du brauchst auch Strom, kleiner Detox. Und du brauchst auch Strom. Der Eiswagen fährt draußen schon wieder rum, finde ich auch nicht gut. Nicht really. Eigentlich sollte doch diese Puppe das sein, oder? Ich meine, die ist besessen, hallo? Da kann ich dich nicht verbrennen. Dich hätte ich gern verbrannt, wirklich. Ich krieg hier keine... Jetzt habe ich eine Kerze gefunden. Mann, Junge, ich brauche Batterien! Weißt du, was das Problem ist? Ich kann nicht richtig rausgucken, weil du hier alles vernagelt hast. Was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich mache hier mal... Was? Ich brauche... Welches Spielzeug? Ich nehme mal an, die Gitarre ist auch nicht das Lieblingsspielzeug. Warum sollte es auch? Ah, leck mir da am Arsch. Batterien und Streichhölzer. Mein Gott, es wird ja immer besser. Haben wir hier was? Ach, außer die Puppe wieder. Welche Spielzeuge, Mann? Den Dildo? Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Wenn du das jetzt noch einmal sagst. Ja, ja, ist ja recht, Eiswagen. Ist schon in Ordnung, komm. Hör auf, hier rumzuspielen. Ich muss Spielzeuge finden. Ich glaube, das Dreirad ist das. Ich glaube, das Dreirad. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich das Dreirad da reinwerfen soll. Oder hier irgendwas? Dreirad, made in USA, by bikes. Nee, auch nicht. Also nicht das Dreirad. Hier in der Kiste? Ich habe keinen Dunst. Ey, ich habe einfach nur keinen Dunst. Kann ich mich nicht einfach selbst ins Feuer... Ach, warum sollte ich da hingehen? Okay.
Okay. Alles klar. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Du bist es auch nicht, oder? Das Spielzeug. Okay, aber jetzt höre ich zumindest keinen Clown mehr. Vielleicht kann ich jetzt das Dreirad nehmen. Auch nicht. Ich verstehe es nicht. I don't understand it. Ich habe keinen Dunst. Hier ist aber auch nirgends irgendwas, was mir helfen würde. Ach, alter Mann, Streichhölzer haben wir ja wirklich genug, oder? Batterien, das wäre meine Maßnahme. Ja, ist schon in Ordnung. Ist wirklich okay mit deinen blöden Streichhölzern. Ist hier irgendwas drin? Mein Kreisel, der dreht sich. Der dreht sich so lang. Mein Kreisel, der dreht sich. Bis ich ihn fang. Solange er sich dreht, dreht die Welt sich mit. Solange er sich dreht, drehe ich mit ihm mit. Wow, Alter, das hätte ja sogar ich schreiben können. Super, okay, also wir suchen den Kreisel. Ich nehme auch einfach mal an, der ist auch hier nicht. Oh, Moment. Nee, doch nicht, okay. Gut, ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck, dass der irgendwo unten sein muss. Und ich gucke jetzt trotzdem nochmal in die Garage. Das lässt mich nicht los. In der Garage ist so wenig. Hier. Lol. Jetzt ist er da, der Kreisel. Dieser verhunackelte Kackkreisel. Ich glaub's ja nicht. Das war das Erste. Jetzt fehlt nur noch das andere. Und der Spuk ist vorbei. Bist du dir da sicher? Ich meine, bist du dir da wirklich, wirklich sicher? Sicher. Okay! So, Freunde, noch eine halbe Stunde bis Tagesanbruch. Ich hatte diese Vermutung mit der Garage. Das ist auch eigentlich ganz simpel. Warum? Denn in der Garage ist meines Erachtens noch weniger passiert als auf den Scheißhäusern. Das Rad ist einmal gefahren und wir haben einen Zettel gefunden. Und das war's auch. Mehr ist nicht passiert. Und deswegen die Garage. Aber gut, wo jetzt das ganze andere Zeug ist, I don't fucking know. So, ich muss wahrscheinlich jetzt hier wieder irgendwas triggern, dass ich hier irgendwas bekomme. Frage ist nur, wohin? Batterien wären halt auch nicht schlecht. Okay, muss ich hier wieder einen Zettel finden? Ah. Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Okay, alles ist verkehrt herum. Soll das ein Hinweis sein irgendwie? Okay, Moment mal. War das hier das andere Zimmer? Nee, auch nicht. Irgendwo muss jetzt doch wieder ein Zettel sein, der mir irgendeinen Hinweis gibt, oder? Was machst denn du da? Da ist auch nichts. Schlafzimmer, ich glaub's nicht. Es gibt kein anderes Kinderzimmer. Den Zettel da hinten hatten wir auch Meine schon. Hände zittern. Nein, den hatten wir auch schon. Manchmal stelle ich mir vor, wie Mike und Valerie in den Raum gelaufen kommen. Ist drin, ist ja nichts gewesen. Irgendwo muss der Zettel sein. Irgendwo muss ein Zettel sein. Die Frage der Fragen ist nur, wo ist denn der Zettel? Muss ich hier wieder reingehen? Okay, Küche wäre ja unlogisch. Mit Streichhölzern kannst du Kerzen anzünden. Da, Freunde, haben wir noch nicht gewusst. In der Garage nochmal wäre jetzt aber ein bisschen. Das wäre jetzt ein bisschen heavy. Nee, hier ist nichts. Okay, Sind hier schon wieder irgendwo fliegen oder hört sich das nur so an? Vielleicht doch nochmal ins Kinderzimmer? Aber was hier? Was hier im Kinderzimmer? Fred, hilf mir doch mal! Du bist hier so unnütz, Alter! Du sitzt nur in dem Käfig und machst nix. Ach, gib doch Ruhe, Mann! Oh. Einschulungsurkunde. Vincent Hersen. August 1968. Geboren am 25.03.1961. Whitwich Elementary School. Wir gratulieren herzlich zur Einschulung von Vincent Hersen. Er wird sich sicher mit seinen beiden Geschwistern, Valerie und Mike, sehr wohl bei uns fühlen. Besonders von unserem Spielraum mit den vielen Puppen war Vincent fasziniert. Puppen?
Puppen, 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 Puppen. Okay, Puppen, Puppen, Puppen. Puppen sind im Wohnzimmer. Ganz viele. Hallo, Pippis. Pippis? Ach, komm schon. Okay, hier nichts. Vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt immer alles... Der Ursprung liegt im... Ich meine, das ist ein Kinderzimmer. Es muss doch hier drin irgendwas sein. Hallo? Oh, shit. Oh, shit. Und nu? Fred, wir sind auf uns gestellt. Weißt du das, Fred? Soll ich vielleicht eine Kassette einlegen? Was passiert nun? Hier muss irgendwas sein, oder? Schauen wir mal. Oh. Oh. Oh, die Puppen kommen. Pepe, lässt du bitte Fred in Ruhe? Findest du es nicht in Ordnung, dass du da einfach so blöd auf dem Käfig sitzt? Toll, ich habe auch nichts mehr zum... Na, super. Du? Hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Muss ich irgendwas tun? Irgendetwas? Ich habe nur noch eine Batterie. Wär nett, wenn ihr mir... Oh. Alle Puppen kommen zusammen. Das ist doch schön. Passiert dann eigentlich auch mal was? Ich meine, oh, jetzt ist der auch noch da. Not fucking bad, my friend. Not fucking bad. Aber könntest du mich jetzt wieder rauslassen? Hm, der Puppenraum. Schön ist es hier. Schön Hammers. Der Affe, Alter. Ja, okay. Mhm. Gut. Ja. Ja. Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt. Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Hä? Musik ist schön. Ich mag es, wenn Mama singt. Aber wenn sie nicht zu Hause ist, dann mache ich Musik mit meiner Spieluhr. Manchmal drehe ich auch an der Uhr, wenn Mama da ist. Dann singen beide zusammen. Das ist am schönsten. Spieluhr. Manchmal macht sogar Vincent mit. Och, halt den Mund da hinten. Ja, ja. Spieluhr, Spieluhr, Spieluhr. Aber Moment mal, das ist doch nicht die Spieluhr hier, oder? Nee. Das ist nicht die Spieluhr. Aber wo... Warte mal, Mama macht mit. Mama. Oh! Ah, hier haben wir eine Spieluhr. Oh ja, kann ich die verbrennen? Lass mich die bitte verbrennen. Lass mich die bitte verbrennen. Lass mich die bitte verbrennen. Hau ab, Puppe. Ich habe es geschafft. Damit sollten die Seelen der Kinder... Jetzt kann ich auch meine letzte Batterie verbraten. Der Traum ist vorbei. Ja? Okay. Spielstand wurde gespeichert. Hallo? Was? Okay, Freund, das war The Nightfall. Das Ende ist jetzt was ich jetzt so nicht erwartet hätte. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr Auflösung dahinter. Das war's, wirklich? Okay, also ich fand Pineview Drive bedeutend schlimmer und vor allem am Ende auch bedeutend krasser. Aber in Ordnung. Gut, Freunde, das war The Nightfall. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann würde ich mich über ein paar Däumchen freuen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Humanity was sealed by newborn vampires.
planet. There were no